Herr Warwick dazu. Ja, im Kontext Israel-Iran. Das Auswärtige Amt hatte kürzlich gegenüber dem Bundestag erklärt, diplomatische und konsularische Einrichtungen stehen unter dem Schutz des humanitären Völkerrechts und seien damit aus Sicht der Bundesregierung grundsätzlich keine militärischen Ziele. Da würde mich interessieren, verstehe ich das richtig, dass das eine erstmalige offizielle Verurteilung der israelischen Angriffe gegen das iranische Konsulat in Damaskus darstellt, diese Äußerung? Also zu dem Vorfall in Damaskus haben wir uns ja hier schon eingelassen, da würde ich Sie darauf verweisen. Aber natürlich diese Anfrage, die Sie da zitieren, die Antwort, also zumindest die Aussage, so wie Sie sie jetzt darstellen, ist richtig. Grundsätzlich stehen diplomatische und konsularische Vertretungen unter einem besonderen Schutz. Sie wissen ja aber auch, die kennen auch die Bedeutung des Wortes grundsätzlich. Zusatz? Kanadische Diplomaten haben jetzt eingeräumt, dass im Zuge des israelischen Angriffs auch die kanadische Botschaft in Damaskus beschädigt wurde. Da würde mich nur interessieren, was für Konsequenzen zieht denn die Bundesregierung aus dieser Beschädigung der Botschaft eines NATO-Landes durch israelischen Raketenbeschuss? Herr Warwick, was wir zu dem Vorfall in Damaskus sagen können und gesagt haben, das haben wir getan. Und dabei würde ich es belassen. Ich verweise Sie da auf die Protokolle dieser Bundespressekonferenz. Diese Berichte liegen mir nicht vor, deshalb kann ich sie jetzt hier auch nicht kommentieren. Herr Jessen. Ja, eine Frage an Herrn Wagner.